Herzlich willkommen bei Kaffee Plus. Mein heutiger Gast ist Gerhard Wisniewski. Schönen guten Tag. Grüße Sie, Frau Huss. Hallo. Schön, dass Sie von München hergekommen sind. Wir haben schon ein Ruderboot aufgezeichnet. Das ist schon vor einiger Zeit gelaufen. Aber wir nehmen uns noch ein bisschen mehr Zeit, einfach mal um ins Gespräch zu kommen. Ich stelle Sie kurz noch vor. Politikwissenschaftler, Journalist, Buch- und Filmautor. Sie haben viel gearbeitet für die ARD, für ZDF, für den WDR. Viele Filme gemacht. Unter anderem auch einen Film über den 11. September. Das war 2003. Und von da ab durften Sie nicht mehr Fernsehen machen, haben aber viel geschrieben. Nämlich unter anderem das Jahrbuch, was seit 15 Jahren immer wieder rauskommt, verheimlicht, vertuscht, vergessen, was sonst nicht in der Zeitung steht. Ja. Was sind Sie für ein Mensch, wenn Sie morgens aufstehen? Also machen Sie erst ein Entspannungsprogramm, ein kleines Sportprogramm, genießen Sie erstmal einen Schluck heißes Wasser oder legen Sie gleich voll los, E-Mails also checken und... Das mit dem Sportprogramm, da wäre ich ja froh, wenn ich das hätte durchhalten können. Also das... Da bin ich nicht der Typ dafür, der so stumpfsinnige Übungen da jeden Tag vollführen kann. Und nö, sondern ich stehe auf, trinke Kaffee und frühstücke und dann geht's langsam los. Ja. Wobei ich vormittags am leistungsfähigsten bin, ja. Nachmittags dann weniger. Vielleicht liegt es mit Mittagessen zusammen, wenn man schwer bestimmt, Kost ja, ja, klar. Es ist immer so ein Dilemma, ja, weil wenn sie nichts essen, sind sie auch nicht wirklich kreativ. Also mit anderen Worten, eigentlich ist das ein Thema. Ich bin seit Jahrzehnten dabei, mich richtig einzustellen. Ne? Also ich will ja nicht prahlen, aber es ist fast wie so bei einem Hochleistungssportler, der muss genau auf der richtigen Schiene fahren. Sonst holt er nicht das Höchste aus sich raus. Und so ist es mit dem Gehirn auch. Ja? Also es muss genau eingestellt sein mit Vitaminen, mit Entspannung, aber auch ein bisschen Bewegung und so weiter. Also... Und wenn ich neben dieser Schiene liege, dann haut's nicht hin, dann klappt's nicht, dann hänge ich durch oder ich habe keine Einfälle. Und ja, deswegen ist das immer das Ringen um die richtige Spur in dieser Ernährungssport- und Entspannungsgeschichte. Ja, auch Schlaf ist unglaublich wichtig. Wir kennen ja diesen Ausdruck, also das ist aber ein ausgeschlafener Bursche, ja, für jemanden, der besonders clever ist oder aufgeweckt, ja. Aber ausgeschlafen finde ich fast noch wichtiger, weil das weist darauf hin, wie wichtig das ist, richtig zu schlafen. Wenn man das nicht kann, ist das schon mal ein richtiges Problem. Dann ist am nächsten Tag die Kreativität weg. Es geht eigentlich immer um die oberen 2, 3 bis maximal 5% der geistigen Leistungsfähigkeit oder der geistigen Kreativität. Aus diesen wenigen Prozenten kommt eigentlich, sage ich mal jetzt bei anderen, natürlich nicht bei mir, der Schuss Genialität, ja. Und wenn die 2, 3% fehlen, weil sie haben vielleicht am Tag zuvor zu viel Alkohol getrunken, schlecht geschlafen oder aber was Falsches gegessen, was sie nicht vertragen und so weiter, also dann können sie an dem Tag kämpfen, wie sie wollen. Sie können nicht richtig schreiben. Ja? Und andere Künstler werden das vielleicht kennen, ja, mit Musik oder so auch. Ja? Und mit allen möglichen Dingen. Ja? Und es geht um diese ganz feine oberste Schicht der geistigen Leistungsfähigkeit, da kommt es raus. Wenn man die nicht rauskitzeln kann, wenn man die nicht an dem Tag freilegen kann, da schreibt man jeden Buchstaben, als wäre der aus Blei. Ja? Und dann aber, wenn man richtig eingestellt ist, körperlich, seelisch und so, dann schreiben sie ein paar Seiten hintereinander, zack, fließt das raus. Ja? Und ja, das ist so, das kann ich dazu sagen, zu diesen persönlichen Fitnessmethoden. Ja. Bei Ihnen ist das die Tasse Kaffee am Morgen? Ja, die darf natürlich auf keinen Fall fehlen. Ja. Also ich habe auch noch sozusagen einen umstrittenen Tipp. Das ist Nikotin. Also Nikotin ist ja eine verteufelte Droge und zu Unrecht verteufelt, meiner Meinung nach, in der Form, wie das zurzeit stattfindet oder in den letzten Jahren. Eigentlich ist ja Nikotin ein uraltes Heilmittel der Menschheit, weil es desinfiziert. Also die Indianer haben ihre Kranken eingenebelt. Die Indianer haben Zelte eingenebelt, in denen Kranke lagen vorher. Und es ist aber auch eine geistige Droge. Also eine leichte natürlich, selbstverständlich. So, ich würde es auf das Niveau ja von... Kommt ja drauf an, was Sie rauchen, oder? Ich würde es auf das Niveau von Koffein, da würde ich es einstufen. Ja, es ist keine harte Droge oder sowas. Ja. Aber nur mal ein Beispiel. Ich hatte mal ein Kapitel zu schreiben. So. Und dann saß ich also an diesem Computer und habe versucht zu schreiben.
Und dummerweise, der Weg vor mir verengte sich wie eine Sackgasse, die nach hinten immer enger wird, bis ich mich gar nicht mehr bewegen konnte, geistig, da drinnen. Ja. Und also es gab da keine Lösung für das ganze Kapitel. Kein Woher und Wohin. Nichts, ja. Und dann habe ich zu dieser Zeit in den Cafés unheimlich viele Leute sitzen sehen mit diesen E-Zigaretten. Mhm. Das hat mich eh interessiert, ja. Mhm. Und dann dachte ich mir, davon ganz unabhängig von meiner Arbeit, dachte ich mir, also, das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Und dann habe ich mir also so eine E-Zigarette gekauft und habe die ausprobiert, kam wieder zurück an meinen Schreibtisch und die Sackgasse tat sich auf. Ich hatte sofort glasklar die Lösung vor Augen, ja, und habe das Kapitel in 0, nix fertig geschrieben, ja. Mhm. Nur heute bin ich davon wieder runter, weil das auch natürlich an Wirkung verliert, ja, genau wie die andere Droge. Mhm. Wenn man das dauernd macht, ja, dann hilft es nicht mehr. Ne? Aber das ist, war mal so eine Zwischenepisode, die mir mal weitergeholfen hat. Ja. Aber jetzt, ich bin beim Arbeiten bis auf Kaffee absolut natürlich drogenfrei. Höchstens Wasser hilft auch noch sehr stark, kann ich auch noch erwähnen. Bei geistiger Arbeit unbedingt viel Wasser trinken, mhm, weil das sozusagen die Gedanken leichter fließen lässt. Ja. Das reinigt ja auch den Körper. Ja, ne? Also das ist auch verdammt wichtig, dass man viel trinkt. Also es sind so ein paar Stellschrauben. Wenn ich die nicht bediene, dann, oder wenn eine falsch bedient ist, dann kann es sein, dass an dem Tag nichts rauskommt. Ja. Man kann ja auch anderweitig räuchern. Man muss ja nicht alles einatmen. Also nicht per Zigarette, sondern Nein. Man kann ja räuchern oder Düfte zum Beispiel helfen ja auch. Also ich habe zuletzt so Nikotintabletten gelutscht. Mhm. Ja. Weil es kam mir ja nur auf die reine Droge an. Ja. Ich brauchte jetzt nicht unbedingt zu qualmen oder sowas. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das hat sich jeder, der speziell leider Menschen, die harte Drogen nehmen, die merken, sie kommen dann an eine Decke und da geht nichts mehr und dann ist es ganz gefährlich. Ja. Und ja, so war das da auch, es war allerdings nicht so gefährlich, logischerweise. Mhm. Aber ich habe gemerkt, eigentlich zieht es nicht mehr richtig. Mhm. Naja, dann musste ich wieder zu meinen Wasserkuren zurückkehren und Vitaminen und so weiter. Ja. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie so eine kreative Ader haben zum Schreiben oder zum Berichten oder überhaupt so in die Richtung tendiert sind zum Journalismus? Ja, schon in der Schule. Also da habe ich mal mit einem Freund so ein Spaßinterview geführt, ein satirisches oder so, über einen Sportlehrer, den haben wir da hochgenommen, mhm, und haben dann so ein Interview inszeniert, als würden wir den befragen. Dessen Stimme war sehr leicht zu imitieren, ja. Und ja, und dann haben wir also den, so haben wir das geschnitten und auch aufgenommen und das war ein Riesenerfolg in der Klasse. Die Leute haben getobt, ja. Mhm. Und ja, aber ja, ich habe halt auch sehr, sehr gute Deutschleistungen gehabt, ja. Und immer sehr gute Aufsätze geschrieben. Und ich habe dann schon mit 17 bei einer Lokalzeitung angefangen, in Frankfurt zu schreiben. Und das war ein super Training, ganz toll. Der Job bestand darin, diese Lokalzeitung hat noch Wert darauf gelegt, dass sie keine Pressemitteilungen wörtlich übernimmt. Ja? Also einfach abdruckt, was von der Industrie kommt oder so. Mhm. Oder von der Wirtschaft, sondern die wollten, dass es eigene Formulierungen sind. Ja? Und dann mein erster Job bestand darin, immer am Wochenende Pressemitteilungen umzuschreiben. Ja? Also dass es damit, das sollte anders aussehen, aber es sollte dasselbe drinstehen, auf gut Deutsch. Mhm. Und das war ein tolles Training, weil da haben sie nämlich gelernt, so einen Text komplett auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen. Ja. Und naja, damals war ich 17, ich hatte da auch keine, ich war jung und brauchte das Geld. Ja. Mhm. Ich habe mir also auch keine großen Gedanken gemacht, von wegen jetzt abkupfern oder sowas. Ja. Und, aber ehrlich gesagt, das war ein tolles Training. Also das, da hat man Struktur gelernt von Artikeln, Erzählweisen, Einstiege, Ende, Schluss, Mitte, welche Information kommt vor der anderen, welche kommt zuerst, welche kommt in der Mitte, welche kommt zuletzt und weiter. Die vielen W-Fragen, ne? Wer, ja, wie, ja, wann, ja, wo, was. Ja, ja. Also es war ein super, super Training. Ja. Hm. Wie war Ihr Elternhaus? Also wie haben Ihre Eltern Sie unterstützt? Haben Sie Geschwister? Ja, meine Mutter hat mich eigentlich da reingebracht zu dieser Lokalzeitung, weil ich meine
schriftliche Begabung war ja natürlich auch zu Hause bekannt. Und eines Tages kommt sie heim und sagt, du, da ist so eine Kleinanzeige in den Frankfurter Nachrichten, die suchen freie Mitarbeiter, wäre das nichts für dich? Und ja klar, das war wirklich eine winzig kleine, so ein Zweizeiler oder sowas im Anzeigenteil. Und na klar, da habe ich mich vorgestellt. Und das war so ein ganz offener Laden. Die haben fast jeden genommen, sogar mich. Nein, die haben tatsächlich jeden genommen. Und wer halt sich bewährt hat, den haben sie halt immer wieder angerufen und gesagt, du komm doch am Wochenende vorbei oder so. Mhm. War halt so eine Wochenlokalzeitung, ja. Und die gut waren, die konnten da halt ihr Taschengeld verdienen. Das fand ich toll. Also ich finde das super, ja. Und die nicht so gut waren, die waren aber doch auch so ein bisschen integriert. Das war so ein bisschen wie eine Familie. Sowas gibt es heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja? Die haben dann halt Kaffee gekocht. Ich habe das damals auch so erlebt. Ich war Volkskorrespondent in der DDR und habe auch so über Veranstaltungen berichtet, so kleine Beiträge. Ne? Genau, genau. Mhm. Oder Karnevalszeit, ja. Mhm. Also so richtig geliebt habe ich das ja nicht, aber da musste ich nachts zwischen 20 und 24 Uhr mit dem Auto durch das dunkle, verschneite Frankfurt toben, um irgendwelche Veranstaltungssäle zu finden. Ja? Und dann musste ich da, also, so fängt man halt an, wir reden über den Anfang vielleicht jetzt, ja. Musste ich dann also bei jeder Veranstaltung mit dem, weiß ich nicht was, Vereinsvorsitzenden reden und so, damit die auch alle sich wichtig fühlen und so, ja, dass sie in der, damals hieß das Blatt Frankfurter Neue Presse, ich habe dann ganz schnell für alle möglichen Blätter in Frankfurt geschrieben. Und damit die auch alle vorkommen in der Zeitung, das war ganz wichtig, ja. Das habe ich damals gar nicht so kapiert, warum muss ich da jetzt alles abklappern und sowas, ja. Aber das waren halt so die Routinearbeiten von Lokalreportern, ja. Das ist wirklich die, oder der berühmte Kaninchenzüchterverein, ja. Ja, klar. Den muss man auch Geflügelschau oder sowas. Ja, und das bindet nämlich diese Vereine wiederum an die Zeitung. Ja, und das Publikum und so. Und jeder Verein ist auch ein Multiplikator für eine Zeitung, für ein Blättchen, ja. Und das waren halt, ich habe das richtig gehend wirklich von der Pike auf gelernt, ja. Kann man sagen, ja. Ich finde es eigentlich auch gut, wenn jeder, der Journalismus machen möchte oder jeder Journalist überhaupt erstmal in einer kleinen Zeitung oder einen kleinen Radiosender oder jetzt bei YouTube gibt es ja auch viele, die sich ausprobieren, anfängt mit so ganz kleinen Themen, weil man da von der Pike auf das Handwerk lernt. Ja, das muss man unbedingt. Ich meine, ich finde heute, das ist eigentlich fast bei allen Jobs, steigen viele Leute viel zu hoch ein. Mhm. Ja. Und daher hat man auch für manche Unternehmen gar kein Verständnis, wie die ticken, wie die funktionieren. Ein Hotel zum Beispiel oder so, ja. Da muss ich auch erstmal spülen und Kartoffeln schälen. Ja, so ähnlich ist das im Journalismus auch, ja. Aber sie wissen dann auch nach 5 bis 10 Jahren, was da alles so dazugehört. Welche Rädchen sich drehen, wie viele Rädchen ineinander greifen und wie Journalismus funktioniert, ja. Auch diese ganze Anzeigengeschichte, warum unser Journalismus gar nicht so frei sein kann, weil es gab damals so eine Quote, schätzungsweise, ich glaube, es waren 60% des Raumes einer Zeitung waren Anzeigen. Mhm. Es gibt da böse Sprüche, die Journalisten sind nur dafür da, den Raum zwischen den Anzeigen zu füllen. Ja? Naja, oftmals gibt es auch Magazine heute noch. Mhm. Wer eine Anzeige schaltet, kriegt auch einen Artikel. Genau, ne? Das so läuft das. Sind ja oftmals beworbene Sachen. Und wenn es um eine Massage geht, einen Massagesalon oder einen Friseursalon und der was Neues macht, der hat dann aber hinten eine Anzeige oder ein Fitnessstudio oder sowas. Oder ganz einfaches Beispiel, Sonderteile. Wir machen jetzt einen Sonderteil Fitness. Ja? 6 Seiten plant man, ja. Und dann fangen an, die Anzeigenverkäufer zu telefonieren. Rufen Fitnessstudios an, Hantelverkäufer oder was, oder Sportgerätehersteller. Übrigens, wir machen jetzt einen Sonderteil, 6 Seiten Fitness, wollen Sie dabei sein und sowas, ja. Mit schönen Artikeln dazwischen, ja. Und die Artikel sehen dann so aus, dass dann halt über, weiß ich nicht, Achillessehnendehnung geschrieben wird, wie kriegt man die weg oder sowas, oder Gymnastik am Morgen und so weiter, ja. Und das heißt, die Journalisten schaffen das Umfeld für die Anzeigen, ja. Das ist unglaublich eng verknüpft, ja. Und das habe ich also auch immer mit der Zeit immer besser kapiert.
Und das war dann auch ein bisschen so, blöd, ich wollte eigentlich irgendwie ein toller investigativer Journalist werden, ja. Und jetzt fülle ich hier den Raum zwischen den Anzeigen so, ja. Aber ja, das ist halt vielleicht normal oder muss vielleicht auch sein, es gehört vielleicht zur Entwicklung dazu, ja? Oder gehörte bei mir dazu. Wie ging das dann bei Ihnen weiter? Sie haben ja dann letzten Endes richtig große Filme gemacht. Also müssen Sie ja irgendwann zum Fernsehen oder zum Film gekommen sein. Mhm. Ja, das war durch Kontakte. Also ich habe mal einen Film auf den Weg gebracht, darf ich sagen, über den Riesenkonzern McDonald's. Mhm. Und auch ein Buch. Oder besser gesagt, ich wollte ein Buch machen über McDonald's. Und habe einen Filmemacher getroffen, der wollte einen Film machen über McDonald's. Dann haben wir gesagt, gut, warum sollen wir das nicht zusammen machen? Mhm. Ja. Und ja, so kam ich dann da rein und habe ein bisschen gelernt. Und das war auch ziemlich erfolgreich, dieses Projekt. Das hieß das Brot des Siegers. Das Brot des Siegers, also der Sieger sind die Amerikaner. Ja. Mhm. Wir haben das also stark politisch gesehen. Ja. Mhm. Und tja, wir haben da auch eine Menge ausgelöst. Also wir haben da auf den Dritte Weltaspekt hingewiesen, die ganze Abrodung der Urwälder für Rinderherden und so weiter. Und da gab es regelrecht Demos gegen McDonald's in deutschen Innenstädten aufgrund dieses Projekts, weil wir hatten da die ganze Dritte Weltbewegung angesprochen und mit drin. Und heute würde ich das vielleicht gar nicht mehr so genau so unterschreiben wie damals, ja. Weil vieles davon war viel erwünschter, als ich dachte, von der oberen Politik und von der globalen Politik. Weil darum geht es ja heute auch, die erste Welt eigentlich zugunsten der sogenannten dritten Welt kaputt zu machen. Das ist ja die große Agenda, wie wir heute wissen. Damals, vor 30 Jahren, wusste ich das noch nicht, oder vor 35, ja. Und natürlich sehe ich diesen McDonald's-Konzern immer noch furchtbar, also absolut kritisch. Das ist schlimm für unsere Kultur, für alles, ja. Aber damals mit dem Rindfleisch und dieser Abrodungsproblematik, das würde ich heute vielleicht nochmal anders überdenken oder aber recherchieren, ja. Mhm. Wobei, es gab ja auch andere Hamburger Konzerne oder gibt es immer noch Burger King, Wendy's, keine Ahnung. Und auf die haben wir eigentlich abgezielt, auf die Fastfood-Industrie, ja, diesen Moloch, ist ja ein Moloch, global, ja. Also, ob jetzt genau McDonald's mit der Abholzung in Verbindung stand, kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. So, ja. Und ja, aber so kam ich halt zum Film. Das war dann ein Filmemacher und er kannte wieder einen Filmemacher. Mit dem habe ich dann auch ein paar Monitorbeiträge gemacht und so. Und dann habe ich noch einen Filmemacher kennengelernt. Mit dem habe ich dann sehr erfolgreich zusammengearbeitet, der Willy Brunner. Mhm. Mit dem habe ich auch diesen 9/11-Film gedreht. Ne? Und ja. Aus heutiger Sicht ist der Film harmlos, der stellt Fragen. Der steht immer noch im Internet. Das finde ich ja bemerkenswert, dass man sich den kostenlos, kostenfrei, vielleicht, wie heißt der nochmal? Aktenzeichen 11.09. ungelöst. Mhm. Ja. Und wir haben wirklich hauptsächlich nur Fragen gestellt. Und dafür hat man uns dann, oder hat man den WDR-Redakteuren ein Beschäftigungsverbot in Bezug auf uns erteilt. Die durften uns keine Aufträge mehr geben nach diesem Film. Das ist unfassbar. Ja. Ich habe mir den vor einem halben Jahr angesehen und als hier 20 Jahre 11. September war und war echt erstaunt. Ich meine, der Film kam 2003, glaube ich, schon raus und der wirft eigentlich die ganzen Fragen schon auf und auch die ganzen Zeugenaussagen, die dann viel später erst diskutiert wurden, auch durch Daniele Ganzer, der ja Vorträge dazu hält und nochmal drauf zielt. Das ist schon beeindruckend. Also auch die Zeugenaussagen von denen, die das gefilmt hat, ne? Die zwei Flugzeuge, die da in diese Türme reingeflogen sein sollen, wie das wahrgenommen wurde. Und auch dieses vierte Flugzeug, was ja auf dem Feld gelandet ist. Und sie hatten dann die Zeitzeugen getroffen, also ich glaube zwei Bauern, die das live mitgesehen hatten. Vielleicht erzählen Sie es nochmal. Also erstmal, das war der erste kritische Film über den 11.09. in einem großen Sender weltweit. Damit fing eigentlich diese Truther-Bewegung in Sachen 9/11 an, obwohl das heute niemand mehr weiß. Ja, das war also so.
Wir waren, der Willi Brunner und ich, in den USA, um zu drehen über dieses Thema. Wir wollten uns mal die Kritikerszene anschauen, ja, die Leute, die Fragen haben zum 11.09. Und dann sind wir mal zu dieser Gedenkstätte gefahren von Flug, was war das noch? 93, glaube ich, United Airlines, der auf diesem Feld niedergegangen sein soll, in Pennsylvania. Und da sind wir hingekommen und was sehen wir da? Eine improvisierte Gedenkstätte. Also, aber was für eine Gedenkstätte? Das war ja schon anderthalb, zwei Jahre nach dem 11.09., ja, sind wir da erst gekommen. Da lag alles im Schlamm. Die Bilder, die Fähnchen, die Vasen, was auch immer, so Devotionalien, lagen im Schlamm. Da haben wir uns schon mal gewundert, das ist aber doch reichlich lieblos hier, ja, komisch. Nationale Gedenkstätte eigentlich. Oder sind das die Opfer nicht wert, oder was ist hier eigentlich los, ja, und da stand ein netter älterer Herr in der Mitte, so ein bisschen brummig und wohlbeleibt, mit so einem Käppi und mit irgendeinem Schildchen um den Hals, und der war nur dafür da, Fragen zu beantworten, der Besucher. Immerhin. Aber das war eine Initiative von den Menschen da, denn das stellt sich raus, das war der Bürgermeister dieses Örtchens da in der Nachbarschaft, selber höchstpersönlich. Und auch nicht nur Bürgermeister, Feuerwehrchef, was weiß ich alles, was der alles in seiner Person vereinigte. Und den haben wir dann interviewt. So, ach komm, den haben wir uns gleich mal geschnappt, der Willi und ich, ja. Und haben ihn gefragt, ja, sagen Sie mal, wie war denn das damals und so. Und dann hat er gesagt, ja, also es war so, ein paar Freunde von ihm, zum Beispiel von der Feuerwehr, standen an einem Eckchen in Shanksville. Und ich kann gar nicht sagen, ich glaube, er hat nichts von dem Flugzeug erwähnt, sondern da gab es einen riesigen Knall. Ja? Und dann haben die sich angeschaut und sind in ihre Autos gesprungen und sind dahin gefahren zu diesem Geräusch, zu dem Knall. Und dann kommen sie dahin, und als sie dahin kamen, sie hatten schon in den Nachrichten gehört, da soll ein Flugzeug abgestürzt sein. Das ging ganz schnell über die Nachrichten. Da kamen sie dahin und dann hat er gesagt, but there was no airplane. So, auch die Gestik, ja, das ist ja das Schöne dann am Film. Der Mann stand völlig ratlos da, hat dahin gedeutet und war konsterniert. Das passte nicht in seinen Kopf rein, weil der Staat hat ja gesagt, doch, da ist ein Airplane, da ist ein Flugzeug abgestürzt, ja. Und ich habe ihn dreimal gefragt, ja, wie meinen Sie das, da war kein Airplane, ja? Und dann hat er sich das so zusammengeräumt, dass er gesagt hat, ja, also, das Flugzeug kam da runter und hat sich vollständig aufgelöst. Pulverisiert, ne? Puff, so hat er gesagt. Und da hat man schon gemerkt, wie es da kreischt oder knirscht im Gehirn, ja? Weil das ist einfach nicht möglich, dass sich so ein Airliner auflöst, ja? Das ist zum Beispiel, das große Heck bleibt meistens erhalten. Ja. Man hat ja auch keine Leichenteile gefunden, ne? So gut wie nichts. Der Coroner, also der Leichenbeschauer, der war auch völlig platt. Weil er hat gesagt, man hat da nur ein paar Stückchen gefunden. Ja. Dann haben wir natürlich, und ich auch später für mein Buch Operation 911 recherchiert, wie viel findet man noch bei Flugzeugabstürzen? Auch bei richtig tödlichen, man findet 90% der Leichen. Ja, Körperteile, aber ja, hat man ja auch bei den zwei Türmen nicht gefunden. Die waren ja so klein, dass man ja wirklich von einer Sprengung ausgehen könnte. Haben ja auch schon Experten gesagt. Auch. Ja, und das war also... Und die haben gesagt, was noch sich herausstellte, diese Leichenteile, die sahen alt aus, nicht frisch. Und sie hatten seltsame Verletzungen, diese Leichenteile. Ja. Und das alles passte gar nicht zusammen, so als hätte da halt einer mal ein paar Leichenteile aus einer Pathologie hingeschmissen. So sah das aus, ja. Der eine meinte ja, die sind dorthin gekommen und das wäre ein Krater gewesen, so 6 Meter tief, als ob da eine Müllabfuhr was hingekippt hätte. So sah es aktuell aus. Genau. Dann wurde das weiträumig abgesperrt und nur bis dahin, bis zur Absperrung, durften die Journalisten. Es durfte auch gar keiner mehr hin, ja. Und auch als wir kamen, 2 Jahre später, war alles weiträumigst abgesperrt. Nur, dass da bloß keiner filmt, ja. Und meiner Meinung nach war das eine Inszenierung, ganz klar. Ja. Naja, und das war eigentlich dieser Film.
Das war der Grund, warum man uns nicht mehr beim WDR beschäftigt hat. Mhm. Und maßgeblich wurde diese Kampagne vom Spiegel angeschoben, der behauptet hatte, wir hätten da irgendwie was verschwiegen, verfälscht und so weiter. Natürlich, ja, ist klar. Mhm. Macht der Spiegel immer so, ja. Das Hinrichtungsblatt, und eigentlich war es ja im Nachhinein eine Ehre, vom Spiegel also geschlachtet zu werden. Ja. Das ist ja wie eine Auszeichnung. Wie ging es aber dann für Sie weiter? Also ich meine, Sie durften, also ich meine, Sie waren ja ein Journalist im besten Journalistenalter, wahrscheinlich, ja, so gerade mal so 20 Jahre dabei, so in dem, da ist ja, man ja so, war, so ja, mittendrin da, oder gerade so. Naja, ein Anfang junger Mensch, ein junger, kreativer Mensch, der 40 ja, oder sowas. Ist ja, so, ja. Ein, so ein Alter, wo man die ersten Erfolge hat und aber noch eine ganze Reihe Jahre vor sich hat, und plötzlich, cut, darf man nichts mehr machen. Dann, wenn man sich Ihren Wikipedia-Eintrag anschaut, das ist auch eine Frechheit, was man mit Ihnen macht. Und also das ist Diffamierung, dann gab es schon mehrere Hausdurchsuchungen jetzt wieder. Also ja, wie leben Sie damit? Erstmal hatte ich großes Glück, weil eigentlich war meine Idee mit dem WDR zusammen, mit dem der Film ja gemacht wurde, also der den produziert hat, der war der Auftraggeber, dass wir auch ein Buch dazu produzieren, ja, und wofür dann der WDR natürlich Werbung machen würde, dass wir also ein Paket schnüren. Mhm. Und zum Glück hat das nicht geklappt, ja, denn sonst hätte der WDR auch das Buch stoppen können, das schon in Arbeit war, Operation 911. Wo also natürlich viel mehr drinsteht als in so einem Filmchen von einer Dreiviertelstunde. Mhm. Wenn man mal die Textmengen und Informationsmengen vergleicht, ja, von Büchern und Filmen, das ist gigantisch der Unterschied. Mhm. Ja. Und so kam also 9/11 raus, Operation 9/11, und wurde ein Bestseller. Da habe ich Glück gehabt. Mhm. Ja. Weil sofort konnte ich eigentlich dann auf das Buch umsteigen wieder und konnte da sozusagen mein Auskommen finden, unabhängig. Mhm. Ja. Weil der Verlag war damals sehr offen für Ideen, und mein damaliger Verlag, mein heutiger sowieso. Mhm. Und das hat mich gerettet, dieses Buch Operation 9/11. Mhm. Ja, das heißt, was mich aber wundert, normalerweise, das war ja für den WDR damals, ne? Gibt es ja eine Redaktionsleitung und einen Produktionsleiter, der nimmt ja diesen Film ab. Das heißt, Sie machen die Arbeit, aber ob der Film auf Sendung geht, das entscheiden ja andere. Klar. Normalerweise müssten die ja entlassen werden und nicht Sie. Ja, natürlich. Natürlich war der Film abgenommen worden. Mhm. Da geht ja nichts raus ohne das Okay von oben. Ja? Mhm. Und da ist aber keiner entlassen worden. Ja, sondern dann heißt es, raus mit dem Fußvolk. Die haben das alles falsch gemacht. Vielleicht brauchte man nur ein Bauernopfer. Ja. Die haben da alles, die haben da gefälscht. Das ist sowas, ja. Mhm. Also es war widerlich. Auf gut Deutsch abstoßend. Auch wie sich Freunde von mir da verhalten haben. Die haben mich dann noch in so ein Tribunal beim WDR gelockt. Ja. Mhm. So also 6 gegen 1, ja. Mhm. Und noch obendrauf 5 Zuspieler gegen den Mann. Ja, und der eine darf einfach nicht richtig ausreden und so, ja. Also es war abstoßend, ich würde sagen stalinistisch, ja, dieses Tribunal. Und kurz darauf haben sie dann auch mit uns die Zusammenarbeit total beendet, ja. Mhm. Also, naja, das ist ja Geschichte. Seitdem, also spätestens seitdem schreiben Sie diese Jahrbücher, diese besonderen Jahrbücher, seit 15 Jahren inzwischen. Was machen Sie zum Thema? Also man findet ja nicht, also ein Jahrbuch normalerweise, da sind die sportlichen Höchstleistungen, vielleicht Olympia, Fußball, WM, EM oder sowas alles, und vielleicht die Politikköpfe, die sich hervorgetan haben, Heldengeschichten, das findet man ja bei Ihnen nicht, sondern worauf konzentrieren Sie sich? Na gut, das gibt's ja alles. Also es gibt ja diese Hai-Tai-Tai-Jahresrückblicke und die Menschen 2022 und wie toll, und einer ist im Handstand irgendwie in den 100. Stock gelaufen und ein Mädchen hat seinen Kater aus dem Fluss gerettet und hat eine Medaille, weiß der Geier, also diese bunten, ein Kessel buntes, hieß das früher in der DDR, ja? Diese Jahresrückblicke, die wir haben, das sind im Wesentlichen solche Sendungen oder auch Bücher, also die tollsten Fotos 2022, sowas, das gibt's ja alles schon, ja. Mhm. Und mir fehlte mir ein kritischer Blick auf dieses Vergangene, ja, weil ich hatte auch schon mitgekriegt,
hey, du hast ja einen ganz speziellen Blick so auf die Dinge. Ja, also ich habe auch dann ja dieses Erweckungserlebnis gehabt, wenn man einfach in diese Medien, wenn man die genau liest, Wort für Wort, dann merkt man ja, wo überall die Lücken sind, die Lügen sind, wo nichts zusammenpasst, wo einfach nicht weiter recherchiert wird. Ja, da muss ich sagen, das ist ja eine Goldgrube. Also nicht finanziell, aber journalistisch. Da werden ja Themen liegen gelassen, ja ohne Ende. Und dann habe ich damals zu meinem damaligen Verlag eben gesagt, nach einigen Bestsellern über den 11.9. und so, hey, wollen wir das nicht eigentlich jedes Jahr machen, dass wir uns nochmal kritisch das vergangene Jahr angucken mit meiner speziellen Methode. Ja. Und ja, das haben die gemacht und es wurde eigentlich ja für unsere Verhältnisse ein Riesenerfolg. Ja. Und ja, und seitdem sind die Medien noch viel schlechter geworden. Und also man findet noch immer viel mehr Futter, ne? Also ja, klar. Und die Politiker sind krimineller geworden. Es wird noch viel mehr gelogen, noch dreister gelogen. Ja. Tja, ich könnte wahrscheinlich ein ganzes Team beschäftigen. Ja. Wir können uns ja mal ein Beispiel rausnehmen. Das haben wir zwar an einer anderen Sendung schon mal besprochen, aber das passt gerade so aktuell. Also wir haben jetzt gerade wieder diesen Jahrestag von diesem Amoklauf Hanau, wo dieser Tobias R. vor so einer Shisha-Bar oder in einer Shisha-Bar 8 Menschen und sich selbst getötet haben soll. Und das wurde dann so ad acta gelegt. Man hat jetzt den Täter und konnte das groß vermelden. Aber Sie haben sich eigentlich mal von einer anderen Sache herangewagt und haben sich den Vater vorgenommen von dem Mann und ihn mal befragt oder beziehungsweise dort mal in die Richtung recherchiert und also ungeheuerliche Zusammenhänge im Prinzip herausgefunden. Vielleicht könnten Sie es nochmal erzählen, weil an diesem Beispiel merkt man so ein bisschen, wie weit Journalismus geht oder auch die Polizei oder die Gerichte und wo im Prinzip der Riegel vorgeschoben wird. Naja, ich meine, meine Leser kennen das schon. Wir haben ja leider viele solche Amokläufe gehabt in den letzten 20, 30 Jahren. Und ich weiß nicht, in 80-90% der Fälle war der Amokläufer hinterher tot. Ja, das fällt auf. Das fällt auf. Und das hat nämlich gewaltige Vorteile für die Behörden, für die Politik. Der Mann kann sich nicht mehr wehren und ich brauche keine Beweise. Ich kann alles von dem behaupten, denn es gibt ja kein Gerichtsverfahren. Also dem kann ich sonst was anhängen und in die Schuhe schieben. Er hat ja keine Verteidigung mehr und ich muss es nicht beweisen. Ja? Und ich habe mich also, ich glaube, zweimal mit diesem Hanau-Attentat beschäftigt und habe da eben auch festgestellt, Mann, das ist gar nicht der Modus operandi von so einem deutschen Einzeltäter, ja, mit einer, weiß nicht, Automatik oder Halbautomatik durch die Straßen zu laufen und auf Shisha-Bars zu ballern. Da gibt es ganz andere Hintergründe. Denn was man uns da verschwiegen hat, ist, sowas findet in oder um Shisha-Bars eigentlich dauernd statt. In Hamburg, in Frankfurt, in Hanau, auch in anderen Städten, Shisha-Bars sind ein Zentrum der Kriminalität. Ja? Da wird also Tabak illegal hergestellt. Da wird mit Drogen gehandelt, nicht in jeder Shisha-Bar, ja, um das zu betonen, ja. Aber das ist ein Kriminalitätsschwerpunkt und es gab vorher schon Schießereien an Shisha-Bars und es gibt immer noch Schießereien an Shisha-Bars, auch nach dem Tod dieses sogenannten deutschen Amokläufers, ja. Und das ist einfach das Milieu, um das es hier geht. Das war typisch die Handschrift des Milieus, ja. Also, die dort immer wieder zum Vorschein kommt, ja. Und was hatte da jetzt plötzlich so ein eigentlich eher wohlerzogener deutscher junger Mann zu suchen? Das hat mir nicht eingeleuchtet, ja. Und der soll ja dann nach Hause geflohen sein nach diesem Attentat, wo er 9 Leute, glaube ich, erschossen haben soll. Und soll dann seine Mutter und sich erschossen haben. So, Akte geschlossen. Tja, Stempel drauf, ja. Und dann das zweite Mal, als ich mich damit beschäftigt habe, da habe ich irgendwo beiläufig gelesen und ich konnte es gar nicht fassen. Also ich meine, die RAF-Attentäter in den 70er Jahren, die wurden nach ihrem sogenannten Selbstmord 1977 alle ordentlich beerdigt in Stuttgart. Die kriegten einen Grabplatz. Da hat sich damals der Stuttgarter Bürgermeister Rommel persönlich dafür eingesetzt und sagte, nach dem Tode muss alle Feindschaft ruhen. Diese Leute werden jetzt beerdigt, Punkt, gegen ein Grab.
Und hier erfahre ich dann also, dass der Hanau, der sogenannte Hanau-Attentäter, der also angeblich sich nach der Tat erschossen hat, dass der von den Behörden seebestattet wurde. Mhm. Sprich, also vulgär formuliert, der wurde beseitigt. Die Leiche wurde beseitigt und irgendwo ins Meer geschmissen. Mhm. Moment. Das Problem ist, die Leiche ist ja das Hauptbeweismittel für die Tat. Ja, das Hauptbeweismittel. Mhm. Also Schmauchspuren an den Händen, Blutspritzer, ja, wenn man Waffen abfeuert, zum Beispiel wenn man in der Nähe von Personen, hat man oft Blutspritzer am Körper und in den Händen. Natürlich Schmauchspuren von der Waffe und so weiter und so fort. Und das ist nicht mehr möglich, das zu analysieren, weil die Leiche beseitigt wurde von den Behörden. Unglaublich. Das ist ein Riesenskandal. Ich habe auch diese Behörden angefragt. Das stimmt. Ich konnte es gar nicht fassen. Ja, es stimmt. Es stimmt. Ja. Und ja, das ist, man sieht halt den Verfall der ganzen rechtlichen Kultur in Deutschland an solchen Sachen. Ja. Dass einfach ein sogenannter Attentäter, gegen den es kein Gerichtsverfahren gab, der wird einfach in den Teich geschmissen. Hm. Wie bei der Mafia. Ja. Unfassbar. Also, naja. Das war jetzt auch ein Thema in meinem Aber interessant Jahrbuch. War ja auch der Vater, der ja erst wach geworden ist, nachdem die Polizei irgendwie an der Tür stand und in der Wohnung liegen dann der tote Sohn und die Frau. Also eine, das muss man hören, wenn jemand schießt, oder? Es ist eine irre Anekdote. Hm. Der Vater hat gesagt, als er dann befragt wurde, er sei eigentlich durch das Blaulicht der Polizei aufgewacht. Hm. Und dann habe ich mich gefragt, Moment, also neben ihm erschießt der Sohn die Mutter und dann sich selbst in der Wohnung. Hm. Also vielleicht getrennt durch eine Schlafzimmertür. Und der wacht dann erst durch das Blaulicht auf? Hm. Wie geht das denn? Hat der Attentäter einen Schalldämpfer gehabt? Nein, hat er nicht gehabt. Ja? Warum auch, um vielleicht den Vater nicht im Schlaf zu stören, wenn er die Frau erschießt und sich? Oder wie ist das jetzt? Ja? Also, das sind so richtige Polizeipossen. Da greift man sich an den Kopf. Ja. Und was vermuten Sie jetzt, wie es gewesen sein könnte? Oder was vermutete der Vater? Für mich ist das eine Inszenierung gewesen. Der Vater sagt auch, das ist eine Inszenierung gewesen. Dem glaubt man aber kein Wort. Der wurde ja in die Psychiatrie gesteckt. Ja klar, ich glaube, da gibt es auch Vergleichsfälle. Also der wurde gleich mal in die Psychiatrie gesteckt und für eine Weile und ist damit so als Zeuge auch irgendwie kompromittiert. Ja. Mhm. Und dem hört keiner mehr zu. Das ist ja das Praktische. Wenn man jemanden in die Psychiatrie steckt, dann ist es ein Irrer und der hört ihm bloß nicht mehr. Der ist eine Klapsmühle und so, ja. Aber der hat also eine ganz andere Version gehabt. Er hat gesagt, er und sein Sohn, die haben sich schon länger von beobachtet gefühlt. Ja, er hat es Geheimdienstorganisationen genannt. Mhm. Und dann habe ich in meinem Buch dazu geschrieben, sowas gibt's doch gar nicht bei uns. Ah, nicht doch, ja. Mhm. Doch, das gibt's natürlich schon, ja. Und er glaubt, das ist die Version des Vaters, dass die Mutter und der Sohn außerhalb des Hauses umgebracht wurden und dann dort reingelegt wurden. Mhm. Ja. Und dann erst der ganze Hype ausgelöst wurde. Dann hat die Polizei das Haus gestürmt und war ganz platt. Na sowas, hier liegen ja zwei Leichen. Das ist unser Attentäter, nein. Ja. Und diese Aktion, also dieses Attentat vor der Shisha-Bar, war dann ein Double oder was? Bitte? Dieser eigentliche Attentäter war dann ein Double oder war dann, keine Ahnung? Nee, also erstmal, man kennt ja diese Schießereien einfach aus dem Umfeld, die entstehen davon selber. Mhm. Ja. Also man hat diese Aktion benutzt, um jemanden noch zu beseitigen oder wie? Ja, das ist die gute Frage. Input, Output. Was war jetzt, wo ist die Henne, wo ist das Ei? Mhm. Hat man jetzt sozusagen einen Kriminalfall, wie er immer wieder in diesem Milieu passiert? Also es spricht viel dafür, dass man das einem Deutschen in die Schuhe geschoben hat, weil es geht ja hier sowieso gegen die Deutschen, dauernd. Ja. Mhm. Es gibt ja auch das Halle-Attentat, ja, wo also ein Deutscher natürlich, der soll also eine Synagoge angegriffen haben, ja, und so weiter. Also das könnte ein Motiv gewesen sein, dass man, oder eine Entstehungsgeschichte, eine Genese, dass man so ein Attentat, was sowieso stattfand, einem Deutschen in die Schuhe schieben wollte und aus der Szene rausnehmen wollte, weil es ja ganz schlechten Eindruck macht. Ja.
Und es gibt ja auch Aussagen, dass die Polizei vorher schon Bescheid wusste von der Schießerei, habe ich auch geschrieben in meinem damaligen Jahrbuch. Ja, also schon um 18, 19 Uhr standen da Polizisten rum und so vor der Shisha-Bar, vor den Shisha-Bars und so. Und ja, das hat sogar ein türkischer Unternehmer gesagt, der Chef des türkischen Unternehmerverbandes Hanau oder so, hat gesagt, die Polizei wusste vorher Bescheid. Und da kann ich nur sagen, okay, da muss ich nur eins und eins zusammenzählen. Ja. Also die Polizei wusste Bescheid, das Ding ist passiert, der sogenannte Attentäter wird beseitigt, ist tot und wird dann weggeschmissen. Ne? Das sind ja alles so Narrative, wie man sie auch aus der Mafia-Szene und so kennt. Ja. Um nichts anderes handelt sich. Und dann, das Ganze muss man der Öffentlichkeit natürlich erklären. Und dann macht man so eine Geschichte draus. Naja, so ein irrer Verschwörungstheoretiker, gegen die muss man ja sowieso vorgehen, ja. Propagandistisch. Ach, da ist er dann 9 Menschen erschossen, dann sich selbst und seine Mutter. Ja, wen er gleich alles umgebracht haben soll. Es wundert mich, dass er nicht auch noch Gott umgebracht hat, ja, so ungefähr, um das auch noch einzupacken. Und manche Attentäter oder manche Toten sind die reinsten Deponien für Verbrechen. Wussten Sie das, ja? Nee. Also man kann da Schuld deponieren ohne Ende. Mhm. Ja, man kann Fälle damit abschließen. Auch sowas kann da reinspielen, ja. Mhm. Also das ist die ganze genaue Motivlage habe ich also nicht rausbekommen, klar. Die ist, wie sagt man denn da? Es ist schillernd, das ganze Ding. Ja, was da. Aber es ist mal ein Beispiel, dass man, wenn man wieder eine Meldung hört, wieder ein Attentat oder wie, was hatten wir auch letztes Jahr, diese Schießerei an der Tankstelle, wo jemand irgendwie dann die Tankstellenangestellte, glaube ich, erschossen hat. Genau, das ist auch so ein Fall, ja, wo man sich fragt. Wegen der Maske oder irgendwas. Wo ich auch erst mal hellhörig wurde. Denn das war ja auch ein politischer Schlag gegen die ganze Corona-Kritiker-Szene. Genau. Ja. Seht mal her, wie gefährlich die sind. Mhm. Oder der Söder redet jetzt dauernd von der Corona-RAF. Ja. Ja. Natürlich, weil von den Querdenkern. Das wäre unglaublich praktisch, wenn es so eine gäbe und wenn die endlich mal jemanden erschießen würden. So. Mhm. Weil dann könnte man richtig den Notstandsstaat. Na, wenn man jemanden als Terroristen einstuft, dann hat man ja freie Hand, den auch zu beseitigen. Also, naja, das ist ja nicht so ein Freibrief. Ganz, aber man kann natürlich ganz viel machen. Aber man machen, kann das gut erklären vor der Bevölkerung, ja, warum man den jetzt zum Beispiel beseitigt die, hat. Die RAF war früher hauptsächlich dafür da, die Linke zu kompromittieren. Hm. Ja. Das war ja ein Riesenproblem, die ganzen Demos der 68er und so. Ja. Und das Ganze wurde wirklich auch vom Osten aus gesteuert. Das war also eigentlich ein Propagandakrieg. Ja. Und dann musste man die irgendwie, die Geheimdienste nennen das entmagnetisieren, sodass die ihre Anziehungskraft verlieren, diese Linken, diese Krawallmacher damals und so, ja. Und dann hat man aus der Linken heraus ein paar ganz scheußliche Figuren genommen, also Drogenabhängige und so, und hat die Attentate begehen lassen oder ihnen diese Attentate zugeschrieben. Und dann hat man gesagt, seht mal her, mit euren Argumenten werden hier Leute erschossen und so, ja, oder entführt und so, ja. Und dadurch kam die Linke voll an die Wand propagandistisch. Mhm. Die hat man zerrieben praktisch, ja. Und so macht man das heute mit sogenannten rechten Attentätern oder eben Querdenker-Attentätern. Das ist genau das gleiche Muster. Es handelt sich nur um Aufstandsbekämpfung, ja. Ich behaupte, einer von denen da, von diesen Aufmüpfigen, der hat aber den anderen da erschossen, den sowieso und so, oder entführt. Mhm. Ne? Und schon kann ich diese Szene von Kritikern beschuldigen, also den Boden bereitet zu haben für solche Attentate. Das ist Aufstandsbekämpfung, Propagandakrieg. Ne? Mhm. Und dann inszeniert man sowas halt auch mal, ja. Also wenn man sich ein bisschen mehr mit den Themen beschäftigen möchte, die ein Jahr betreffen, dann kann man Ihre Bücher lesen. Wenn man das Jahr 2021 nimmt, da waren so verschiedene Sachen. Frau Merkel hat sich verabschiedet, dann war der Sturm auf den Reichstag, dann hat sich Trump verabschiedet. Was hat man noch? Das Hochwasser in der Eifel. Ja.
Impfen, die ganze Kampagne, das waren so diese ganzen Schlagwörter und da, das beschreiben sie eigentlich ganz viel. Promis spielen auch eine Rolle, obwohl ich dachte, hoi, aber eher so diese C- und D-Promis, die plötzlich eine Rolle spielten und ständig präsent waren. Das haben sie auch mal so ein bisschen untersucht. Wir haben uns vor der Sendung schon so ein bisschen unterhalten über die Frage, warum so wenig Künstler jetzt eigentlich sich mal aufbegehren, weil das sind ja die, die seit 2 Jahren kaum Konzerte geben können oder kaum Geld verdienen. Da haben Sie auch in Ihrem Buch ein paar so beobachtet. Vielleicht können Sie da 1-2 Beispiele auch mal nennen. Kann auch ganz aktuell sein vielleicht. Naja, man hat halt gesehen, wie manche Künstler eigentlich aus meiner Sicht, aus meiner Beobachtung heraus, oft sozusagen auf dem Corona-Ticket gereist sind. Ja? Die also vorher vollkommen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden waren. Aber plötzlich hat man von denen fast täglich ein medizinisches Bulletin bekommen, wie es denen jetzt geht, wie viel Fieber, ob sie Schüttelfrost haben und weil sie angeblich Corona hatten. Ja, so haben es manche Künstler also in die Schlagzeilen geschafft. Das war zum Beispiel Kader Loh oder auch die Patricia Kelly. Habe ich jetzt die richtige erwischt? Ja, und, aber da auch war das Oliver Pocher, oder da können wir einige nehmen, die sich so zu Wort gemeldet hatten. Ne? Diese sogenannte Künstlerin, das ist halt meine Beobachtung. Ja. Ich will da jetzt nichts unterstellen, schon gar nicht, dass sie das nicht hatte, Corona. Ich habe nur beobachtet, wie ihre Karriere dadurch einen Mordsschub bekommen hat. Dadurch, dass sie war plötzlich fast jeden Tag in der Bild-Zeitung mit dem neuesten Bulletin. Ja. Und es hat nur noch eine Analyse des Morgenurins gefehlt, so ungefähr. Ja. Und die ganze Geschichte endete damit, dass sich 2 oder 3 TV-Sender letztlich um sie gestritten haben. Für eine neue Sendung. Ja, und das betrifft viele Künstler, ja, die halt dann auf diesem Corona-Ticket gereist sind und damit wieder ins Gespräch kamen und gerne benutzt wurden von den Medien als Kronzeugen, Corona-Kronzeugen, ja. Ja, es gab viele Prominente, die sich mit ihrem Arm haben ablichten lassen. Mhm. Also ich denke, da Uschi Glas ist mir zum Beispiel jetzt aufgefallen, also dieses geht impfen, ich gehe auch impfen, da habe ich viele entdeckt. Aber es gab auch diese andere Aktion, alles auf den Tisch, nee, nicht alles auf den Tisch, sondern alles dicht machen, wo 50 Schauspieler waren das, glaube ich, eigentlich eine Satire und darauf aufmerksam machen wollten, dass diese Maßnahmen irre sind. Ne? Und das wurde von den Medien aber auch total nach unten gekloppt. Also, das waren aber eben die Ausnahmekünstler. Ja. Und aber sind auch ja auch wieder einige rückfällig geworden. Die sind zu 80% zurückgerudert. Also die haben gar nicht begriffen, also sozusagen die politische Dimension dessen, was sie da tun mit dieser Corona-kritischen Satire. Jeder hat da ja so ein kleines Statement abgegeben, so ein satirisches, war alles sehr gut, fand ich, super. Und das, was mich erstaunt hat, dass diese Leute, diese Schauspieler, dass sie sich eben nicht dieser politischen Dimension bewusst waren. Ich habe gedacht, die haben das ganz bewusst jetzt gemacht. Und wer sowas bewusst macht, der steht auch dazu, ja, auch noch in 5 Jahren oder so. Und das war aber nicht so, sondern da sind dann wirklich der allergrößte Teil hat dann also ist dann zurückgerudert, hat sich entschuldigt oder irgendwas, ja. Ja, aber einige wurden ja auch unter Druck gesetzt, ne? Haben keine Rollen mehr bekommen oder die Kinder in der Schule wurden gehänselt. Und, ja, aber das sage ich ja, man hätte eben schon vorher wissen können, was man da für eine Entscheidung trifft. Ja? Ich weiß nicht, das ist oft so, ja, ruft dich ein Regisseur an oder ein Redakteur und sagt, Mensch, machst du mit hier und du hast gerade nichts zu tun und denkst, oh ja, was Till Schweiger macht, das muss gut sein, oder Jan-Josef Liefers war es ja, da mache ich mit. Ne? Und man ist sich dann der Tragweite gar nicht bewusst. Ich meine, es gibt ja viele, die vielleicht das erste Mal irgendwas Kritisches posten, merken die dann selber und dann kriegen die einen riesen Shitstorm und was habe ich denn jetzt hier gemacht? Genau. Und dann löschen sie es ganz schnell. Denke ich eigentlich auch, so muss es wohl gelaufen sein, dass da ein befreundeter Schauspieler anruft oder ein Regisseur, du, wie wär's und so. Wir müssen mal hier was machen, einfallen. Das kann so nicht weitergehen. Wir machen mal so. Aber das sind Sachen aus der vergangenen Bundesrepublik. Die gibt's nicht mehr. Wir haben jetzt einen Hetzstaat, einen Propagandastaat, einen faschistischen Staat, ja, der sowas sofort bestraft. Ne? Dessen waren die sich wahrscheinlich nicht bewusst. Ja. Also ich hatte ja schon ein paar Themen angerissen vom letzten Jahr. Wir können aber schon auf das neue Jahr gucken. Das ist ja schon über 2 Monate alt. Was sind denn da so die Schlagzeilen, wo Sie gesagt haben, das habe ich mir jetzt genauer beleuchtet oder das kommt ins nächste Buch? Also gut, es gibt jetzt eine Riesennummer um diesen Prinz Andrew schon seit einigen Jahren.
Und das ist die ganze Zeit, ging mir das schon so im Kopf rum. Und es ist ja oft so, dass manche Themen ziehen sich über viele Jahre hin, bis zu einem bestimmten Punkt, wenn sie reif sind für das Jahrbuch. Wenn man sagen kann, okay, jetzt ist hier aber was faul. Das ist ein Thema, oder hier wird jetzt was nicht berücksichtigt oder verschwiegen oder verheimlicht. Ja. Jetzt ist das Thema, das Ding reif für dieses Jahrbuch. Ja. Und hier hat mich schon die ganze Zeit dieser Hype um diesen Prinz Andrew gewundert. Welcher ist denn das? Ich kenne mich in der Royal Szene. Das ist ein Sohn von Queen Elizabeth, der jetzigen Queen. Ja. Ich glaube, der Zweitgeborene, oder? Ich weiß gar nicht genau. Also nach Prinz Charles, jünger als Prinz Charles, ja. Prinz Andrew. Kennen Sie die Geschichte nicht? Dieses Foto mit Joffrey, mit dieser Virginia Joffrey und so. Der soll ihn ja missbraucht haben und so. Ich gucke diese Klatschpresse, ist ja nicht so meins. Ja, jeden Tag Bildzeitung muss sein, ja. Aber es ist ja auch hochpolitisch wahrscheinlich, ja. Und außerdem finde ich es sowieso politisch, weil wieder mal wird ein Mann beschuldigt. Da seht ihr es mal wieder. Die Männer sind Schweine. Also er wird beschuldigt. Eine Minderjährige missbraucht zu haben. Okay. Ja? Also das. Sie müssen mehr Regenbogenpresse lesen. Nee, habe ich keine Lust. Tue ich auch nicht, aber eben die Bildzeitung gehört dazu. Das ist ganz klar, ja, muss man auch lesen. Also als Journalist. Das ist eine Riesennummer, global. Das Ganze ist ein globales Ding, ja, dass dieser Mensch, ein Freund von Epstein, sagt Ihnen das was? Ja, Epstein. Ja, genau. Die Geschichte kann ich. Eben. Und das ist ein sehr guter Freund von ihm gewesen, Prinz Andrew. Und der soll also eine Minderjährige zugeführt bekommen haben von Epstein und dessen Freundin Ghislaine Maxwell. Und da gab es ein berühmtes Foto, was um die Welt geht, wo er also ganz freundschaftlich nebeneinander steht mit diesem 17-jährigen Mädchen. Und beide lächeln glücklich in die Kamera. Ja? Und das wird dauernd als Beweisfoto hergenommen für den Missbrauch. Aber es beweist eigentlich gar nichts. Höchstens das Gegenteil, nämlich dass diese junge Frau das genossen hat, von einem Prinzen angefasst zu werden. Ja? Und und das ist halt die Frage, was wird da wirklich gespielt? Will die Frau nur Geld verdienen? Ja? Weil sie hat jetzt, glaube ich, letztlich hat man sich geeinigt, sie hat ihm Missbrauch vorgeworfen. Unsere Presse sagt dauernd von Minderjährigen, es war Missbrauch von einer Minderjährigen. Es wird natürlich komplett verschwiegen, dass das eigentlich gar nicht wichtig ist. Wichtig ist die Sexualmündigkeit, ja. Also, das haben wir ja auch gestaffelt, ja. Also, Jugendliche dürfen ab 14 selbst entscheiden, mit wem sie ins Bett gehen wollen oder so, ja. Grob gesagt, ja. Das nennt man Schutzalter. Bis 14, bis 16, bis 18. Es wird gestaffelt, was da eigentlich erlaubt ist, dem Jugendlichen, was nicht. Oder was strafbar ist, was man mit dem anstellt und was nicht. Und es geht gar nicht um die Minderjährigkeit, es geht darum, ob dieser Mensch, dieses Mädchen noch im Schutzalter war oder nicht. Das wird aber nicht so dargestellt, sondern es wird immer behauptet, das Schlimme ist, dass die minderjährig gewesen sei. Nein, das ist nicht richtig. Es geht nicht um Minderjährigkeit, es geht um Sexualmündigkeit. Darum geht's. Und dieses Alter liegt tiefer in vielen Staaten der Welt. Und auch in New York als die Volljährigkeit. Ja. Und das wird den Leuten alles verschwiegen, sondern dieser Prinz da, der wird jetzt abgeschlachtet. Den wird der gesamten Welt zum Fraß vorgeworfen. Der wird zerlegt, ja. Ich bin kein Fan des britischen Königshauses, ja, oder von irgendwelchen Prinzen, aber da klingeln bei mir die Alarmglocken. Was ist da los? Warum muss der weg? Warum muss man den praktisch hinrichten, ja? Also schade, dass Sie das Thema nicht kennen, aber umso besser. Aber ich höre Ihnen zu, es steht ja jetzt in meinem Buch. Ich frage mich jetzt, warum macht man das jetzt zum Thema? Ja, weil Sie sagen, das ist so eine globale. Das ist ein globales Thema, ein Riesenthema, bei dem ganz viel verschwiegen und verdreht wird. Ja? Und man muss das mal vom Kopf auf die Füße stellen. Und das ist ja das, was ich mit meinem Jahrbuch immer mache. Ja? Oder versuche, sage ich mal. Und diese Nummer, das habe ich so gemerkt, irgendwas, das riecht. Aber warum hängt man dem sowas an? Eben. Meistens wird doch das verwendet, damit das was anderes nicht stattfindet oder damit er irgendwie aus einer Seriösität rausrutscht, um irgendwie. Eben, das ist jetzt die spannende für jemand Frage. Anders. Ja. Warum stürzen die sich auf den wie eine Meute Wölfe, obwohl es juristisch auf ganz schwachen Füßen steht? Ich habe auch 300 Seiten Vernehmungsprotokolle von diesem Mädchen gelesen, die heute natürlich 36 ist oder irgend sowas, ja. Also, ich habe also selten jemanden mit so einem schlechten Gedächtnis erlebt.
Die wusste nichts mehr, wann sie ihr erstes Auto hatte. Was es für ein Auto war, wusste sie, glaube ich, noch, aber nicht, was es gekostet hat. Ich weiß noch genau, Menschen mit 18, das erste Auto, ich weiß genau, was es gekostet hat, 2.500 Mark. Mhm. Das war ja pff, stimmt, ein mein Trabi kam auch 26.000 Mark. Ja. Also hat meine Oma bezahlt. Ja, das vergisst man nicht als Jugendlicher, das sind so Lebensdaten, ja. Und sie wusste auch nicht mehr genau, wann welche Treffen stattgefunden haben, wann sie den Epstein oder wann sie den Prinzen kennengelernt hat. Also jeder zweite Satz, da kann ich mich nicht genau erinnern und das weiß ich nicht mehr. Das muss man sich mal reinziehen. Also unglaublich, was für eine Zeugin. Und jetzt ist ja das Erstaunliche passiert, dass der Prinz sich mit ihr geeinigt hat, angeblich auf eine Zahlung von 15 Millionen Pfund, glaube ich. Wow, für was denn? Die Frau hatte ja nichts eigentlich juristisch, also nach meinem bisherigen Eindruck dieser Lektüre. Und ich denke, weil sie hat halt die Medien auf ihrer Seite gehabt und warum und so weiter, das ist ja alles ja. Also warum musste der weg? Warum muss dieser Prinz fertig gemacht werden? Das ist meine Frage jetzt. Und der sitze ich gerade dran. Ja. Mhm. Und also viele werden das kennen, diese Nummer, dieses Thema, ja, weil es ist wirklich ein globales Thema, weil es auch mit der Epstein-Nummer zusammenhängt und so. Also das ist sehr interessant, sehr spannend. Da bin ich gerade drin, ja. Lese da die Gerichtsakten und so. Was glauben Sie, wo geht's mit uns hin in diesem Jahr, 2022? Also wir haben jetzt die ganzen Wochen, gerade im letzten Jahr ging das ja schon los mit diesen Spaziergängen, das werden immer mehr. Es wird aber auf der anderen Seite jetzt wieder gelockert und alle atmen auf. Es gibt diesen Mitte März, diesen Tag, wo wahrscheinlich wieder alles zurückgerudert wird, bis auf die Maske. Ich bin da ja wenig optimistisch. Man muss deshalb auch so viel Widerstand leisten, wie legal irgendwie möglich. Ja? Weil wir haben ja die gesamte globale Elite gegen uns. Die haben das seit Jahrzehnten geplant, wie sie sozusagen eine mafiöse Weltregierung errichten können. Das Ganze ist ja nur eine Mafia, Bill Gates und so, Pharma-Mafia, Finanzmafia, alle halten hier zusammen. Und eine Macht, die mal errungen haben, wollen die nicht mehr abgeben. Also sie haben uns jetzt mal im Kästchen, ja, und ich habe das schon von Anfang an gesagt, die wollen uns da nicht mehr rauslassen. Das wäre ja blöd. Wenn man jetzt die Leute wieder durchschnaufen lassen würde, so richtig, frei und so, dann würden die sagen, Mensch, das war aber eine komische Nummer, was ist denn da passiert, ja? Jetzt arbeiten wir das mal auf und lesen mal nach, wer war das überhaupt, wer hat das angeschoben, wo kommt das her und so weiter. Diese ganze Virusgeschichte, ja. Und diese Luft werden die uns nicht lassen wollen. Ja? Und die werden uns, es ist mehr so ein Katz-und-Maus-Spiel, die spielen mit uns wie eine Katze mit einer Maus. Natürlich lassen die uns mal wieder laufen. Ja, so. Es ist, die Leute vergessen auch ganz schnell, ne? Also ja. Wenn es im Sommer jetzt wieder alle reisen total. Dürfen, dann ist das erstmal alles Geschichte und man beschäftigt sich gar nicht mehr. Zumindest die ihre Arbeit haben, die schon immer weiterarbeiten konnten, die verstehen gar nicht, warum andere auf die Straße gehen. Ne? Ja, genau. Und deswegen glaube ich, sie werden auf jeden Fall das immer weiterführen wollen. Immer weiter. Es wird auch noch ein 20. Virus geben, ein 100. Oder wenn es kein Virus ist, dann eben die Klimakatastrophe. Es wird immer einen Grund für den Notstand geben, weil im Notstand kann man die Leute am besten kontrollieren und beobachten. Ja, ja, was wünschen Sie sich für dieses Jahr? Ich wünsche mir natürlich, dass diese ganze kritische Bewegung weiter wächst und gedeiht, dass die Spaziergänge weiter gedeihen, ja, dass Politiker endlich mal zur Verantwortung gezogen werden, dass dieser unsägliche Lauterbach... Von wem? Von den Bürgern letztlich, ja. Also die müssen halt auf diese Machenschaften hinweisen, die öffentlich machen und andere dazu bringen, dass sie die auch verstehen. Und auch von den Gerichten fordern, dass sie solche Leute anklagen. Das ist alles sehr schwierig, weil ja wir keine unabhängigen Staatsanwaltschaften haben. Ne? Übrigens, deswegen erschien Deutschland zum Beispiel immer viel sauberer als Italien, ne? Das war aber nur eine Illusion. Italien erschien ja zum Beispiel immer viel, viel schmutziger. Ja, Mafia. Bestechung. Sizilien, der Pater. Wahnsinn. Boah, die Deutschen haben schon sich so den Riecher zugeklappt. Ja.
Italien so, also juristisch gesehen, sonst natürlich nicht, ist Italien wunderschön, ja. Aber das ist in Wirklichkeit genau umgekehrt. Italien ist politisch, juristisch sauberer als Deutschland. Und zwar, weil die Staatsanwälte unabhängig sind. Bei uns sind die nicht unabhängig, die sind an die Politik weisungsgebunden. Deswegen gibt es auch keine Ermittlungen gegen Merkel, obwohl es die wirklich an der Zeit wäre, ja. Oder gegen Scholz so richtig, ja. Und zumindest wird es kein Urteil geben, meiner Meinung nach, ja. Weil das wird einfach von der Politik, da kommt der Justizminister, der Länderjustizminister, und sagt, Ermittlungen einstellen. Zack. Ende. Und ja, deswegen, wir kommen drauf, von wegen zur Verantwortung ziehen, ist schwierig. Aber deswegen können wir das nicht aufgeben. Dann können wir uns alles sowieso, können wir sowieso aufgeben, komplett. Ja. Man darf den Kampf nicht aufgeben. Ja. Wie heißt es doch so schön? Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ja. Und na, da kann man eigentlich nichts hinzufügen. Dann fügen wir einfach auch nichts hinzu. Es wird bestimmt nicht unser letztes Gespräch sein. Ja, spätestens Dank. Wenn das aktuelle Buch rauskommt, sehen wir uns bestimmt wieder. Vielen Dank. Ich danke auch. Danke.